Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Ich habe euch ja versprochen, gestern in dem Laber-Vlog, dass ich euch mal wieder einen Tag richtig mit durch den Alltag nehme. Und wir sitzen jetzt schon hier am Frühstückstisch. Das zeige ich euch gleich. Ich schneide hier mein Video. Und Calvino, den seht ihr nicht, der ist da hinten. Der macht gerade sein Homeschooling alles. Der hatte gestern Schule und hat neue Aufgaben bekommen. Und jetzt mache ich so viel, wie ich eigentlich gar nicht machen muss heute, weil ich so schnell fertig bin. Genau, weil er hat jetzt, heute ist Mittwoch und er hat erst nächste Woche Donnerstag wieder Schule. Also es ist relativ viel Zeit, um die Aufgaben zu erledigen. Aber umso mehr man ja jetzt macht, dann hat man vielleicht noch ein paar Tage frei und muss kein Homeschooling machen. Ne? Das ist unser Plan. Schauen wir mal. Und nachher, heute ist schönes Wetter, bekommen wir Besuch. Und dann machen wir heute eine Poolparty. Ne? Ja. Aber erst muss ich mich nachher noch fertig machen. Jetzt mache ich erst das Video fertig. Und dann geht's weiter mit dem Tag. Hier, ich habe einfach so Brote gemacht. Und ich hatte Weintrauben, weil mir ein bisschen übel ist. Und die kann man dann so zwischendurch snacken. Wir sind nämlich nicht so die Frühstücker direkt am Morgen. Bei uns dauert das immer ein bisschen. Dann snackt Calvino einfach so zwischendurch ein bisschen Brot. Ich koche jetzt schon mal eine große Portion Basmati-Reis vor, weil ich wollte nachher so einen Reissalat machen. Dafür schnibbel ich die Tomate und die Gurke in kleine, mini kleine Stückchen und würze das nur mit Salz. Und dann kommt, wenn der Reis gekocht ist, wird der Avocado drunter gematscht und Tomate und Gurke kommt dann dazu. Und das ist so ein leichtes Sommeressen, habe ich gedacht, weil ich ja so schwer zurzeit nicht essen kann. Deswegen wollte ich das machen und das kann man halt gut vorbereiten, wenn wir nachher im Garten sind bei der Poolparty. Dann kann man sich das einfach schnell auf den Teller machen. Schon ein bisschen länger draußen, also ein paar Minuten, habe schon alles vorbereitet. Und jetzt habe ich mir hier den bequemen Stuhl gemacht und schaut, mein Reissalat, meine leckere. Da habe ich jetzt richtig Hunger drauf und muss ich jetzt auch sofort essen. Denn wenn die Übelkeit weg ist, kommt sofort der Appetit. Und Calvino ist schon im Pool. Am Anfang hat er gesagt, das war ein bisschen kalt. Aber jetzt ist er schon total dran gewöhnt. Besuch kommt erst nachher. Da haben wir noch ein paar Stunden Zeit. Jetzt essen wir erstmal Mittag. Also Calvino, wenn er bereit ist. Jetzt ist er ja da noch am Toben. Wir haben jetzt eben hier gegessen und ich habe Calvino dann eingecremt wegen der Sonne. Und da hat jemand meinen Platz eingenommen und guckt mich jetzt ganz frech an. Ja. Du willst mit ihm kuscheln? Dann geh mit ihm kuscheln. Ich mache jetzt die Filteranlage an, habe ich gesagt. Die verstecken wir provisorisch immer hier unter dem alten Pool. Da wollte der Bernd so ein Häuschen für bauen. Dann schauen wir mal. So. Normal macht der Bernd die morgens an. Aber weil wir ja heute hier am Nachmittag eine Party machen, haben wir gesagt, lassen wir die laufen, wenn
ja, alle da sind. Und er hat mir das so erklärt und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Er sagt, ich muss hier drücken, da drücken, hier drücken, da drücken. Wir testen. Eins, zwei, drei. Ah, es filtert. Glück gehabt. So, jetzt könnte hier warmes Wasser rauskommen, Calvino. Hier. Da kommt jetzt Wasser raus. Ja, und das ist voll warm. Das ist voll warm, weil das hier in den Schläuchen war. Ja. Aber das wird nicht kalt. Das ist nicht kalt, das Wasser, wenn das gleich kommt, oder? Nein, das ist das aus dem Pool. Der saugt das hier rein. Wow, unser filtert das und dann kommt das da wieder raus. Mhm. Ne? Ja, kommt warmes Wasser. Ja. Mal fühlen. Ja, jetzt müsste es gleich aber schon kälter werden wieder. Schön. Aber es ist schon sehr viel wärmer jetzt, der Pool, hast du gesagt, als nach dem Einlassen direkt. So, und ich baue jetzt hier ein bisschen um. Wir haben jetzt diesen Sonnenschirm hier noch im Garten. Ja, Filter mal mit dem Kescher, genau. Wir haben auch noch so einen Filter bestellt, den man hier so einhängt. So ein Skimmerfilter, der saugt dann alles ab, was an der Oberfläche ist. Bis dahin musst du das keschern. Das schaffst du. Nein. Okay, alles ab wegen der Strömung. Ja. Hier, Mama. Den Kescher? Ja. Entschuldigung. Alles gut, den hänge ich hier eben auf. So, dann kann der trocknen. Jetzt erzähle ich euch, was ich erzählen wollte. Den Sonnenschirm habe ich mitgebracht von der Arbeit. Ja, ist doch super. Also das ist nicht warmer, wärmer. Ja. Weil wir ja da die riesengroße Markise haben und das gar nicht brauchen. Und hier war immer ein Wäscheständer drin, den ich auch nicht mehr brauche, weil ich auf dem Balkon oder im Keller aufhänge oder im Trockner trockne. Und deswegen ist da jetzt der Sonnenschirm drin. Dann wollte ich hier gleich den Tisch und alles hinstellen und die Liegestühle. Und dann kann ich den Schirmständer hier auch, habe ich überlegt, erstmal hier wegstellen. Und wenn dann das Baby da ist, dann können wir den portabel, wo auch immer das Baby dann ist, hinstellen, nächsten Sommer. Ja, der Eddie hat sich sehr gemütlich gemacht. Ach, übrigens, ne, ich habe euch erzählt, dass ich ohne Nikotin dampfe. Ey, bist du doof? Hör auf, hier anzukauen. Ich dampfe jetzt seit Anfang des Jahres ohne Nikotin und hatte immer Schmacht, Schmacht, Schmacht. Aber jetzt so seit ein paar Tagen dampfe ich kaum noch. Also, ich sag mal, ein Zehntel, wenn überhaupt, von dem, was ich sonst dampf. Also halt ohne Nikotin immer noch, ne? Aber es hört jetzt von alleine auf. Das war auch bei der Schwangerschaft von Calvino so, dass das alles aufgehört hat. So, Kaffee trinken wollte ich nicht mehr. Rauchen wollte ich nicht mehr. Der Körper weiß dann selber schon ganz genau, was er braucht und was nicht. Hör auf, sonst schmeiß ich dich hier runter. Ja, dann musst du hier runter. Wollte ich den zweiten Stuhl gar nicht rausholen, aber schaut mal, wer in meinem Schuh liegt. Wollte ich ihm den Spaß nicht nehmen. Deswegen soll er ruhig. So, jetzt kann die Mutti hier so liegen. Das ist richtig schön. Ich habe mir auch hier was zu trinken geholt. Muss ich mal hochlegen, wenn ich die ausziehe, meine Latschen, sonst klaut der Hund die. Ihr habt mir gerade in den Kommentaren geschrieben, dass das bestimmt lustig wird, wenn Smurfy und das Baby, wenn das Baby da ist
uns Murphy immer Unfug macht und so. Das glaube ich auch, dass es lustig wird. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass Murphy dann schon ruhiger geworden ist, oder hoffe ich zumindest. Weil dann ist er ja 1,5 Jahre. Schauen wir mal. Der ist ja lieb. Der macht zwar Unfug, aber der schläft auch viel. Also seht ihr ja selber. Und jetzt liegt er da und guckt einfach. Ja. Ich spiele gleich mal mit ihm ein bisschen Fangen und so. Und dann geht das schon. Und wenn gleich die Kinder da sind, der liebt ja Kinder. Also wenn wir spazieren gehen und da sind Kinder, die vorbeilaufen, oder der hört ja so vom Weiten, die quieken ja manchmal so die Kinder. Oh, das liebt er. Dann sofort das Schwänzchen am Wedeln und dann will er da sofort hin, ne? Der will den allen einmal so durchs Gesicht schlecken. Also da, glaube ich, brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Der liebt Kinder ohne Ende. Und jetzt macht er sich hier unterm Tisch bequem. Da. Ne? Immer bei Mutti sein, immer aufpassen. Ja. Und ich glaube, der Calvino. Und ich glaube, der Calvino, der wird heute Abend so platt sein von dem ganzen Toben. Und wenn nachher noch die anderen Kinder kommen, wird er richtig müde sein. Ich bin gespannt. Ja, so. Jetzt genieße ich ein bisschen hier die Sonne. Farbe tanken, Vitamin D tanken. Also ich habe alles abgesucht drin. Bitte? Ich rede gerade mit der Kamera. Wir haben so viele Luftmatratzen. Wir haben aus jedem Ägyptenurlaub welche mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich habe mehrfach alles abgesucht. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist diese Palme, die wahrscheinlich kaputt ist. Die wollten wir jetzt mal mit der elektrischen Pumpe aufblasen, denn das Loch suchen und kleben. Weil wir haben so Poolflicken geholt. Und die müssen irgendwo hier sein. Ich weiß nur nicht, wo. Das ist jetzt doof. Damit hatte ich nämlich letztens noch den kleinen Pool geflickt. Bitte? Ich hab das Loch. Hasse? Ja. Oh, super. Ich suche mal eben die Aufkleber hier. Kann sich nur um Stunden handeln. Wenn ich nicht weiß, wo etwas ist. Ja, wir gucken gleich. Wir werden das schon finden. I hate suchen. Und das auch, wenn alles runterfällt. Also ich habe die extra irgendwo hingetan, wo ich sie auf jeden Fall wieder finde. Und jetzt finde ich sie natürlich nicht. Das Geräusch ist Murphy, der ist in einem Schuppen in so einem Karton am Kratzen. Und ich mache jetzt gerade noch mal das Poolwasser messen. Einmal den pH-Wert und einmal den Chlorwert. Wir hatten ja immer noch nur das Einstellungschlor und pH-Wert-Gedöns alles reingemacht. Und bis jetzt ist auch alles super. Chlor ist noch ein bisschen hoch, aber ja. Und das macht man, indem man halt Poolwasser hier reinmacht. Und dann kommt hier eine Tablette rein und hier eine Tablette rein. Und zwar ist das die für Chlor. Das steht dann immer hinten drauf. Okay, Mama. Ja? Super, John. Zeig. Boah, auf die kaputte Palme. So, und einmal die für den pH-Wert. Dann kommt der Deckel da drauf. Wörterreifen! Ey, damit kann man voll gut die Weltkarte machen. So. Und dann kann man schütteln. Oh mein Gott, Weltmarkt! Ja, super. Hat voll Spaß auch alleine im Pool. So. Na, schaut, jetzt ist der Chlor schon runtergegangen um einiges. Ja, kann ich nachher Chlor reinmachen. Also, hier seht ihr jetzt, der pH-Wert, der soll ja zwischen 7,0 und 7,4 liegen. Und der Chlorwert soll, wenn ich mich recht erinnere, zwischen 0,3 und 0,5 liegen. Und der ist jetzt ein bisschen niedrig. Der ist jetzt bei
Ja, 0,3. Das heißt, wenn die nachher schwimmen, dann wird das ja noch mehr beansprucht. Dann mache ich heute Abend, wenn die fertig sind mit der Party, so ein Chlor-Ding da rein. Der Skimmer ist übrigens angekommen. Jetzt gucke ich mal eben, was der Smurfy macht. Das war so leise. Smurfy? Bist du jetzt hier verheddert? Komm. Komm. Da drin hat er gekratzt in dem Karton. Komm raus. So. Jetzt komm. Komm. Smurfy, komm raus. Was riechst du denn da? Komm. Komm raus jetzt hier. Wir machen jetzt hier zu. Komm. Ja. Ich weiß, du willst hier Unfug machen. Hier riecht's gut, ne? Nach Sachen. Nach interessanten Sachen. Viel einfacher, als ich am Anfang gedacht habe. Alles. Und wir hatten ja auch diese Teststäbchen, oder habe ich immer noch, die so wie Schwangerschaftstests sind. Und das ist wesentlich schöner abzulesen. In den Ring reinwerfen. Gute Idee. Ich versuche es direkt mal. Ja. Nein, der ist abgefallen. Wie viel Uhr haben wir? Halb zwei, noch anderthalb Stunden, dann kommt der Besuch. Frag doch, ob die herkommen wollen. Bist du aufgeregt? Ja. Freust du dich auf deine erste Poolparty in deinem Garten? Ob die herkommen wollen. Ja. Bitte? Die haben noch was zu tun, glaube ich. Frag doch. Fragen kostet nichts, ne? Ja. Okay, mach ich. Vielleicht haben sie ja Lust und Zeit, eher zu kommen. Die von der Schule haben geschrieben... Nächste Woche, wenn du Schule hast an dem Tag, ja, kommt der Fotograf. Bitte? Nächste Woche, wenn du Schule hast, ja, kommt der Fotograf. Ja. Der macht Einzelfotos und halt Klassenfotos. Das ist halt das Abschlussfoto. Das würde ich schon mitmachen. Das würde ich schon mitmachen an deiner Stelle. Das ist eine schöne Erinnerung, oder? Ja. Und außerdem sollen alle Bücher der Bücherei... Ja, wir haben keine mehr von der Bücherei. Und von der Stadt und so... Und von der Schule halt auch, also Tintobuch und sowas alles. Ja. Du bist doch Gruppe 2, oder? Ich bin Gruppe Blau. Ist das 2? Ja, doch. Weil hier schreiben jetzt die Kinder der Gruppe 2 wurden gestern schon darüber informiert. Weil hier schreiben die jetzt die Kinder der Gruppe 2 wurden gestern schon darüber informiert. Nicht mich abschießen mit der dicken Super Zucker Wasserpistole. Ich hab den Etti gerade schon ein paar Mal gespritzt. Etti. Die können nicht eher kommen. Wo ist denn der Smurfy? Wo ist denn der Smurfy? Macht mir ja Sorgen, wenn ich den nicht sehe. Oh, bitte? Macht mir ja direkt Sorgen, wenn ich den nicht sehe. Ja, guck mal, Welcome. Guck mal, ob er da ist, ja. Da, unterm Tisch, alles gut. Welcome. Wellenbad, darf ich das mal zeigen? Wie du Wellenbad machst? Bitte? Darf ich mal zeigen, wie du Wellenbad machst? Ja. Ja, wir haben alle Matratzen wohl in Ungarn. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir die mitbringen. Und die sind jetzt auch super praktisch, ne? Die großen Wasserpistolen. Boah, ist das eine Action Camp? Nein, Tage, die darf geschossen. Nicht nass werden. Die kann ich aber auch mal dir fertig machen, die Tage, die Action Cam. Ja. So Unterwasserbilder. Boah, wenn ich da mit meiner Hängematte drin liege, dann kannst du da mal so Wellenbad machen. Ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet für den Besuch und es sind viele Kinder da. Es gibt Wassermelone, Pfirsich, Aprikosen, Physalis, Möhrchen und Radieschen. Nein, ich komme nicht rein heute. Ist mir das zu kalt. Boah, ey, du bist auch echt ein Weichlein, weißt du das? Ja, bin ich. Dann habe ich einen Granatapfel, ist aber nur ein halber, habe ich entkernt. Und da habe ich einen ganz einfachen Trick hier auf YouTube gefunden, also so unter Wasser. Da könnt ihr mal gucken, so Granatapfel schälen und dann kriegt man das richtig schön raus, die ganzen Kerne. Habe ich zwei Äpfel, die würde ich frisch aufschneiden, wenn jemand möchte. Damit die nicht so braun werden.
Bananen, Getränke, das mag Calvino so gerne, das ist so eine Kokoslimonade aus dem Action. Gelbe Fanta, grüne Fanta und für die Muddis gibt es alkoholfreies Radler. Und wem das alles zu gesund ist, der bekommt noch Schokokekse. Keiner verhungern, ich habe auch noch mehr drin. Ich habe nur ein bisschen davon rausgeholt, also es ist ein Viertel Wassermelone und so. Hatschi, Gesundheit. Nicht alles auf einmal. Ich habe einen riesen Pickel gekriegt. Hm. Schon überlegt, es wird bestimmt ein Mädchen. Weil bei Calvino hatte ich gar keine Pickel. Da habe ich richtig so gestrahlt. Da hatte ich strahlende Haut und so. Also der hat mich so aufblühen lassen. Und jetzt fühle ich mich, als ob ich ausgesaugt werde. Hm? Wasser im Ohr? Ja. So. Ah. Physalis ist so lecker. Ja, ich warte jetzt noch. Ich will nicht alles aufessen. Die müssen ja jeden Moment kommen, ne? Alle sind weg. Ich habe gar nicht gefilmt bei der Party, aber das könnt ihr wahrscheinlich verstehen. Es war richtig schön. Und Surfy hat es auch super gefallen. Der mag ja gerne kleine Kinder, habe ich euch ja erzählt. Und ja, der wollte halt immer mit den kleinen Mädchen spielen die ganze Zeit. Ja, wir hatten alle unseren Spaß, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir das ganz schnell wiederholen. Ich mache uns jetzt Essen. Bernd kommt gleich von der Arbeit. Es gibt ganz gesunde Sachen. Jetzt muss ich kochen. Das ist so viel Arbeit. Das hier. 3 Pakete davon. Ein Paket hat 3 Portionen. Bei uns isst jeder ein so ein Paket. Smurfy? Smurfy? Komm mal her. Machst du da? Der ist gerne im Badezimmer und holt sich da den Stöpsel oder so. Deswegen mache ich immer die Tür zu. Ich mache jetzt Fernsehen an. Einfach irgendwas. Ich gerne irgendwas höre. Einfach irgendein Reden. Da, WDR-Servicezeit. Ja. Gut, meine Lieben. Ich würde den Vlog jetzt auch hier beenden. Ich räume jetzt hier noch das Party-Chaos aus und ja, dann schauen wir wieder, dann essen wir und dann ist der Tag schon wieder gelaufen und morgen schaue ich mal gerade in meinen Kalender, muss ich glaube ich wieder arbeiten. Ja, morgen muss ich arbeiten. Weiß ich nicht, vielleicht fange ich dann hinterher den Vlog an oder vorher. Lasst euch überraschen, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.